Hallo, ich bin die Dani und heute möchte ich euch gerne ein paar Produkte vorstellen von der Firma Bingo Spa. Die Firma hat mir ein Paket geschickt, ein PR-Paket. Sie hat mich vorher gefragt, ob ich die Produkte nicht mal vorstellen möchte. Und da ich die Firma überhaupt nicht kenne, beziehungsweise noch nie von ihr gehört habe, hat mich das doch interessiert und da habe ich gesagt, okay, lass mal was rüberkommen und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt oder überrascht, was das für Produkte sind. Denn die Firma hat zum Beispiel auch Produkte, die in Kosmetikinstituten zum Beispiel, ne, Kosmetikstudios angewendet werden und ich finde diese Produkte nirgendwo in der Drogerie. Ja, nicht alle, aber spezielle Produkte, wie zum Beispiel hier das hier in einer Spritzenform, Hyaluronsäure oder 100% flüssiges Keratin. Sehr interessant. Und ja, ich habe mir gedacht, zeigst du das mal und erzählst du so ein bisschen. Fand ich richtig spannend und legen wir jetzt einfach mal los. Die Marke Bingo Spa steht für energische Kosmetika aus der ganzen Welt, Komponenten für Home-Spa-Behandlungen, Kollagen, Schlamm, Arganöl, Keratin, Glykolsäure, Ahasäure, Salz und Schlamm aus dem Toten Meer, Gesichts-, Haar- und Körperpflege, Cellulite, also Pflege gegen Cellulite, Akne, Schwangerschaftsstreifenbehandlungen, für gesunde Füße, Shampoos, Conditioner, Haarkuren, Badesalz, Körperpackung, Gesichtscreme und Masken, alles ist dabei. Also die Auswahl an pflegender Kosmetik ist wirklich sehr, sehr groß. Und die Kosmetik besteht hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen, laut der Webseite, Pflanzenextrakten und einzigartigen Parfümkompositionen aus der ganzen Welt. Ich habe noch explizit nachgefragt, ob die Produkte tierversuchsfrei sind und die Dame sagte mir, die Kosmetika werden nicht an Tieren getestet. Also finde ich sehr, sehr interessant und ich werde euch jetzt einfach mal mitnehmen und euch auch zeigen, wie die Produkte angewendet werden. Deswegen bin ich auch ungeschminkt. Fangen wir jetzt einfach erstmal mit den Haarprodukten an. Fangen wir an mit diesem hier, mit flüssigem Keratin, 100% mit Ceramiden. Das muss ich mal eben schnuppern. Oh, oh ja. Oh ja, das riecht nach. Ja, es ist definitiv ein Rohstoff. Also es ist definitiv etwas, was man, glaube ich, auch im Kosmetikstudio oder Haarstudio anwendet. Das finde ich ja sehr, sehr spannend. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe sowas noch nie benutzt. Genau, also es stärkt das Haar, verbessert seine Elastizität, verleiht Glanz, Geschmeidigkeit und gesundes Aussehen, erhöht das Volumen der Haare, verbessert ihre Stärke. Und Keratin wird für Haare empfohlen, die eine Regeneration erfordern. Zum Beispiel, wenn die Haare beschädigt sind durch Frisieren, wenn die brüchig sind, wenn die trocken sind. Also wenn die Haare gewaschen sind, noch feucht sind, dann einfach gleichmäßig auftragen. Ich denke mal, jetzt ist die Frage, wo auftragen? In den Haarspitzen nur oder halt im ganzen Haar? Kämmen Sie die Haare und trocknen sie mit einem und trocknen Sie es mit einem Föhn und die Behandlung sollte nach jedem Waschen der Haare durchgeführt werden, bis die gewünschten Effekte erreicht sind. Boah, das hört sich richtig gut an. Da bin ich recht gespannt, aber da muss ich einen Langzeittest machen mit diesem Produkt. Der Vorteil ist, es ist hier ein Sprühknopf, das heißt, man kann das hier oben gut dosieren, denke ich mal. Ich vermute mal, dass man das in die ganzen Haare rein sprühen muss. Denke ich mal, das steht ja nicht explizit in die Spitzen, sondern einfach ins feuchte, gewaschene Haar. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Vom Duft her, das habe ich auch vergessen zu sagen, vom Duft her, es riecht irgendwie nach Magie. Irgendwie riecht es nach
Maggi. I don't know. Also so, wenn man dran schnuppert, dann riecht es nach Maggi. Vielleicht, wenn man es aufträgt und dann verteilt, vielleicht entwickelt sich der Duft anders. Aber wenn es hilft, die Haarspitzen zu glätten oder geschmeidiger zu machen, aufzubauen, zu reparieren, bin ich gerne bereit, diesen Duft auf mich zu nehmen. Der Preis wäre hier auf diesem Online-Shop 29 Euro aktuell. Ja, das ist ein Sonderangebot, 29 Euro, und normalerweise steht hier 60 Euro. Dann haben wir hier ein Serum-Shampoo, auch 100% Keratin, verbessert die Elastizität und das Volumen des Haares, schützt vor schädlichen Auswirkungen von Haarfärbemitteln, regeneriert und verbessert die Haarkondition und reduziert die Neigung zu Haarbruch und Spliss. Also ganz normale Anwendung wie ein Shampoo. Und ja, hier sind jetzt 300 Milliliter drin. Und es riecht, jetzt bin ich mal gespannt, gut. Es riecht sehr gut. Wunderbar. Es riecht wirklich sehr, sehr gut. Wonach riecht das? Süßlich, leicht blumig. Sehr schön. Mehr kann ich zu dem Duft nicht sagen. Es riecht wirklich sehr, sehr schön. Und der Preis wäre normale, der reguläre Preis 14,99 € für 300 ml. Ja, aktuell 7,90 €. Dann haben wir hier eine Haarkur mit Spirulina und L-Cystein. 250 Gramm sind hier drin. Und das ist einfach, wie der Name schon sagt, eine Haarkur. Hält das richtige Maß an Haut- und Haarhydration aufrecht und beseitigt dank des Schwefelgehalts Entzündungen. Regeneriert Haarfasern, verhindert das Brechen und Aufspalten von Haarenden, verleiht Volumen und Elastizität, hemmt den Haarausfall. Regeneriert beteiligt sich an den Prozessen der Ernährung und Erneuerung der Haarzellen, stärkt sie, stellt ihren Glanz und gesundes Aussehen wieder her. Wie wendet man es an? Das Präparat muss man sanft einmassieren in Haar- und Kopfhaut, steht hier. Nach 10 Minuten sollte das Haar gründlich gespült, getrocknet und gekämmt werden, und wiederholen Sie diese Behandlung jeden Tag für 5 Tage. So, das ist die Erstbehandlung, also die 5 Tage wirklich durchgehend diese Haarmaske anwenden, wenn die Haare es brauchen natürlich. Und danach, wie gewöhnlich, einfach ein- bis zweimal die Woche ja, als Haarkur anwenden. Der Preis wäre, der reguläre Preis wäre 21 Euro und aktuell 14,90 €. Der Vorteil dieser Website ist, dass die tatsächlich alle Inhaltsstoffe in der Produktbeschreibung aufgelistet haben. Das heißt also, es ist ziemlich transparent, ja, wenn die wirklich alles aufgelistet haben, was da in den Produkten drin ist. Und ja, da kann man sich einfach mal anschauen, die Produkte einem zusagen, von den Parfümstoffen her. Zum Beispiel, hier ist Parfüm drin, ja, ja, aber nicht viel. Also es riecht nicht nach Parfüm, aber ich denke, ein leichter Parfümduft ist drin. Und riecht nach pflegender Kosmetik. Also es hat keinen besonderen Parfümduft, ja, wie Süße, Blumigkeit, blumig oder irgendwie sowas, sondern es riecht einfach nur. Oh shit, jetzt hab ich's. So, weiter geht's mit Body Butter. Und zwar ist das mit Kokosnuss, ne, Kakao. Kakao, Körperbutter und Pfirsich und Bambusöl. Da sind 250 ml drin. 14,90 € und die schützt die Haut vor freien Radikalen, ist vollständig hautverträglich und verursacht keine Allergien.
ist hilfreich im Kampf gegen Zellulite und Dehnungsstrahl. Steht da eine Anwendung? Nein, Anwendung steht da nicht. Aber ich denke mal, man wendet es ganz normal. Wie eine Körperbutter an, einfach nach dem Duschen auftragen. Und es duftet traumhaft. Sehr gut. Es duftet tatsächlich eher nach Pfirsich. Ja, also dieses Kakaobutter, Kakao. Rieche ich jetzt nicht raus, aber nach Pfirsich tatsächlich. Sehr, sehr, ein sehr, wirklich sehr, sehr schöner Duft. Meine Haut ist übrigens sehr trocken im Moment. Ja, ich habe mich noch nicht eingecremt nach dem Duschen. Es ist sehr pflegend, es ist sehr leicht zu verteilen und es zieht auch relativ schnell ein. Und es riecht wirklich sehr schön nach Pfirsich. Ja, also es, wie gesagt, es zieht schnell ein, aber man spürt die Pflege. Ja. So, ich muss mich korrigieren. Das ist kein Bambusöl, das ist Babassuöl. Babassuöl, was ist denn das überhaupt, Babassuöl? Es ist ein Öl, was aus der Babassu-Palme gewonnen wird. Die Eigenschaften sind ein hoher Anteil an Vitamin E, welches die Haut vor freien Radikalen schützt und es wirkt somit als Anti-Aging-Booster. Kommen wir jetzt zur Gesichtspflege und zwar habe ich hier ein Peeling bekommen, ein Schlammpeeling. Starkes Schlammpeeling mit Glykolsäure, Milchsäure und AHA. Entfernt abgestorbene Haut, reinigt verstopfte Poren, verengt die Poren, befeuchtet die Haut, reinigt und glättet die Haut. Wie ist es anzuwenden? Verteilen einfach mit den Fingerspitzen aufs Gesicht und Hals verteilen. Und dann mit kreisenden Bewegungen einmassieren, so wie wir das auch bei gewöhnlichen Peelings erkennen. Und dann es einfach mit Wasser abspülen. Und es soll bei öliger und gemischter Haut, soll man es zweimal pro Woche anwenden. Und nur einmal pro Woche bei trockener Haut. Und danach, wie bei anderen Peelings auch, sollte man natürlich sich nicht der Sonnenstrahlung oder der starken Sonne aussetzen. In dieser Flasche sind 120 Gramm enthalten und regulär kosten sie 14,90 Euro, aktuell 9,90 Euro. Es riecht erdig, schlammig. Nein, es riecht erdig, man riecht es schon raus, dass da Schlamm drin ist und man sieht es auch. Ja, es ist eine feste Konsistenz. Ah ja, da kommt es schon raus. So, das reicht schon. Das ist die Schlammmaske, nicht Maske, Peeling und es sind Peelingkörner drin. Ja, die sind relativ wirkungsvoll. Also ich kann mir da sehr, sehr gut vorstellen, dass da die abgestorbenen Hautschüppchen gut abgehen. Ich wasche das mal eben ab. Also so wie ich das bisher auch von anderen Masken kenne, fühlt es sich auch an. Ne? Also die Haut ist weicher und glatter. Kommt mir zu dieser Flasche hier. Und zwar ist das eine Maske. Lifting Creaming Mask heißt sie auf Englisch. Also eine straffende Crememaske. Da sind jetzt 135 Gramm drin. Normaler, regulärer Preis ist 16 Euro. So, jetzt steht in der Beschreibung, da ist Kollagen drin, Elastin und Hyaluronsäure. Und in der Beschreibung steht, aufgrund des hohen Wirkstoffgehalts für Kosmetikerinnen bestimmt. Also es ist ein Kosmetikerinnenprodukt und es regeneriert, strafft, glättet und macht die Haut geschmeidig.
Du brauchst Anweisungen. Wie trägt man die Maske auf, wenn man keine Kosmetikerin ist? Tragen Sie die Maske mit den Fingerspitzen aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auf. Lassen Sie sie für 20 bis 25 Minuten einwirken und nach dieser Zeit waschen Sie das Ganze mit lauwarmem Wasser ab. So, ich habe jetzt mal einen Pump genommen. So, und da kommt ganz schön viel raus, finde ich. Ich denke, für das Gesicht reicht tatsächlich diese Menge. Ja, also mit den Fingerspitzen einreiben. Und es riecht nach nichts. Also es, ganz leicht, minimal, aber es ist tatsächlich fast duftneutral, würde ich sagen. Jetzt geht weiter mit einem Gesichtsprodukt, auf das ich sehr neugierig bin und das ich jetzt auch auftragen werde. Das ist auf Deutsch Anti-Aging, keine Nadeln, keine Schmerzen, mit Hyaluronsäure und da sind 10 ml drin. Der reguläre Preis wäre 50 Euro, im Sonderangebot 29 Euro. Und soll Falten reduzieren, Krähenfüße und Lachfältchen. Die empfohlene Dosis wäre alle 3 Tage am Morgen für die Stirn 1 bis 2 Dosen. Ja, also Pumpdosen. Dann für Krähenfüße und Augenfalten 1 Dosis. Dann für Nase, Wangen, gibt es Wangen auch Falten? Wangen und Lippenfalten 2 Dosen und das ganze Gesicht, ja, wenn man das ganze Gesicht behandeln möchte, 4 bis 5 Dosen. Dosen? Dosen. Wie wendet man es an? Einfach auf die Dose ausdrücken und dann die Creme mit den Fingerspitzen auf das saubere Gesicht auftragen und alle 3 Tage. Ne, alle 3 Tage am Morgen einfach mal die Spritze aufmachen und, und das Gesicht damit behandeln. Und zwar steht hier oben auch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, dass man das drehen muss. Ja, also dieses hier oben muss man drehen. Open und Close, ja, also ich mache es jetzt auf. Einmal gedreht. Dann nehme ich die Schutzkappe hier ab. Und dann tragen wir, muss man das wahrscheinlich drücken, ja, wie eine Spritze. Und ich verwende jetzt einfach mal, mache die Anwendung für das ganze Gesicht. So. Und dafür brauche ich 4 bis 5 Dosen. So, ich mache das mal so, hier wieder auf dem Handrücken. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 4, ja, nicht übertreiben. Und das trage ich jetzt mit den Fingerspitzen aufs ganze Gesicht auf. Es ist, es ist eher wie eine Lotion. Also es hat eine Konsistenz wie eine Lotion. Also keine feste Creme und das trage ich jetzt einfach mal aufs ganze Gesicht auf. Ja, Stirn. Stirnfalten habe ich, Zornesfalten habe ich, oder eine zumindest. Lachfältchen habe ich. Alles da. So, und dann kann ich das natürlich auch hier überall anwenden. Ne? So. Es riecht sehr neutral. Es ist kein Parfümduft drin. Sehr angenehm und es lässt sich gut verteilen. Diese Dose hat tatsächlich, oder diese Dosis hat tatsächlich für das ganze Gesicht gereicht. 4 Pumphübe. Es ist jetzt noch nicht, es ist eingezogen, aber man spürt es jetzt noch. Und ja, warten wir jetzt einfach mal ab. Und ich bespreche mit euch nochmal das letzte Produkt. Und dann sage ich euch, wie es sich anfühlt. Nach, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Das letzte Produkt wäre Face and Neck Night Cream. Steht ja auf dem Produkt.
Und in der Besch also im Shop steht es als Hals- und Dekolleté-Nachtcreme. Das ist auf jeden Fall mit Vitamin C, Arganöl und Kollagen. 50 Gramm, 20 Euro. Schützt die Haut vor den negativen Auswirkungen der äußeren Umgebung, reduziert den Verlust von epidermalem Wasser, erhöht die Festigkeit und Spannung der Haut, Anti-Aging reguliert die Feuchtigkeit, Elastizität, Ernährung, also eine Ernährung der Haut und schützt die Hautstruktur vor Schäden durch äußere Einflüsse. So, ich wende es jetzt für den Hals an. So. Ich nehme mal zwei, so. Zwei. Und das ist auch eine, nee, es ist eine cremige Konsistenz, ja, also es ist keine Lotion-Konsistenz, keine flüssigere Konsistenz, cremige Konsistenz, ganz normal wie eine Creme. Und dann werde ich es jetzt einfach mal hier auf meinem Hals und Dekolleté anwenden. Also riechen tut sich schon mal sehr gut. So, zwei Pumphübe zieht sehr schnell ein, muss ich sagen. Zwei Pumphübe reichen für meinen Hals. So, jetzt nehme ich noch einen dritten. Für mein Dekolleté. Ja, ich würde noch einen nehmen. Ich bin auch 47, muss man dazu sagen. Ja, ich bin kein junges, knackiges Mädel mehr, aber macht auch nichts. Ja, die Zeiten habe ich durch. Da bin ich schon raus. Aber trotzdem, Pflege brauche ich hier speziell für diesen Bereich. Ne? Also hier habe ich so einen Streifen, Knitterfalte, keine Ahnung. Und ich bin mal gespannt, ob das so ein bisschen helfen wird. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Es riecht, also es ist nicht stark parfümiert, es hat einen leicht süßlichen Duft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Zieht sehr schnell ein. Das heißt also, man kann auch sehr schnell seinen Schlafanzug anziehen. Es stört nicht, wenn Stoff drauf liegt. Manche mögen das ja nicht, ne, wenn man sich frisch eingecremt hat, sich dann sofort einzuziehen. Aber das ist gut, sehr gut. Ich muss sagen, also ganz ehrlich, ich sitze hier und ich habe das Gefühl, ich hatte gerade eine. Ich sitze im Kosmetikstudio vom Duft her und auch von der Pflege her. Also ich habe das Gefühl, dass ich gerade in einer Spa-Behandlung war. Ich weiß nicht, ob es am Duft liegt. Ja, an diesem schönen, angenehmen Duft, den man vielleicht riecht, wenn man in ein Kosmetikstudio reingeht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich fühle mich richtig gut gepflegt. Kommen wir jetzt übrigens noch zum hier, zu der Spritze. Hyaluronsäure ist komplett eingezogen. Man spürt die Pflege ist da, aber es ist eingezogen und es fühlt sich richtig gut an. Kommen wir zu meinem Fazit. Haarprodukte konnte ich jetzt nicht testen, werde ich aber tun. Aber die restlichen Produkte gefallen mir wirklich sehr gut, muss ich sagen, sehr gut, weil man schon merkt, dass da Wirkstoffe drin stecken, also höhere. Oder mehr Wirkstoff drin steckt, als wenn du jetzt im DM einkaufen gehst oder Rossmann oder sonst wo in der Drogerie. Das ist übrigens eine polnische Firma, Kosmetik aus Polen. Da lohnt es sich wirklich, da mal drauf zu schauen. Was haben wir denn noch an Inglot zum Beispiel, das ist auch aus Polen, ne? Meine ich. Und diese dekorative Kosmetik von Inglot zum Beispiel ist auch sehr gut. Avon, ja, auch polnisch, eine polnische Kosmetik. Und was Kosmetik anbetrifft, sind die richtig gut. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.